Nach dem Abschied von Jens Martens als Cheftrainer von Eintracht Norderstedt soll es jetzt also Olofemi Smith richten. Der 43-Jährige stand bereits in der vergangenen Saison als Co-Trainer bei Norderstedt an der Seitenlinie. Nun rückt der gebürtige Hamburger also in die Rolle des Cheftrainers. Und er hat auch einige Erwartungen zu erfüllen. Nach den starken Spielen in der Abstiegsrunde hatte die Eintracht frühzeitig den Klassenerhalt perfekt gemacht. Das dürfte auch im kommenden Jahr Ziel Nummer 1 sein. Norderstedt in den roten Trikots beginnt offensiv. Der HSV konzentriert sich erstmal auf die Defensive. Die Flanke kommt von Juri Marxen. In der Mitte ist Leo Oppermann dann rechtzeitig zur Stelle, um einen Abschluss zu verhindern. Der 20-jährige Schlussmann hat ja bereits einen Profivertrag unterschrieben und er sieht, wie seine Offensivabteilung auch so langsam in Fahrt kommt. Beleme tankt sich da stark durch. Der Abschluss kommt dann von Timon Burmeister. Auch wenn der Zusammenschnitt vielleicht etwas täuscht, Chancen sind bisher eher Mangelware. Deshalb springen wir auch schon in die Schlussphase des ersten Durchgangs. Der HSV zieht das Tempo nochmal etwas an. Bislang ist aber immer in Station bei Lars Oliver Huxhol. Es läuft schon die 44. Minute. Wieder eine klasse Einzelaktion von Beleme. Und diesmal kann auch Huxhol nichts mehr machen. Die Führung für den HSV. Wenn es offensiv gefährlich wird, dann eigentlich immer über Beleme. Mit seinem Tempo kommt Norderstedt im ersten Durchgang überhaupt nicht zurecht. Dann ist erstmal Pause. Die Führung für Hamburg ist durchaus verdient. Von der Eintracht kommt offensiv bislang zu wenig. Wenn ihr mehr Highlights aus der Regionalliga sehen wollt, lasst doch gerne ein Abo da bei KickTV und schenkt uns einen Daumen nach oben. Nach dem Seitenwechsel bleibt es erstmal das unveränderte Bild. Abschlüsse hat eigentlich nur der HSV. Dank Huxhol bleibt es aber vorerst nur beim 0:1. Knapp eine Stunde ist mittlerweile gespielt. Der HSV-Nachwuchs will jetzt unbedingt diesen zweiten Treffer. Immer wieder Beleme. Er ist heute mit Sicherheit einer der auffälligsten Akteure. Es dauert bis zur 71. Minute, ehe Norderstedt selbst mal wieder gefährlich wird. Ausgangspunkt ist dieser Ballverlust von Sommer und den bestraft Hoppe eiskalt. Der Ausgleich in der Schlussphase dieser Begegnung. Jan-Pelle Hoppe nutzt diesen Patzer in der Hamburger Hintermannschaft. Es ist der Auftakt zu der stärksten Phase von Norderstedt. Diesmal geht es über die rechte Seite und im Rückraum die Möglichkeit für Joy. Kangmin Joy plötzlich mit der Chance zur Führung. Abgeblockt in letzter Sekunde. Das Spiel ist mittlerweile völlig offen. Norderstedt hat jetzt etwas Oberwasser. Immer wieder geht es über rechts, schöne Kombination in den Strafraum, Drejcha und Oppermann fährt den Arm aus. Ein Riesenreflex des jungen HSV-Keepers, der seine Mannschaft hier im Spiel hält. Dann wagt sich auch der HSV mal wieder in die Offensive. Natürlich geht es über Beleme, diesmal als Vorbereiter für den eingewechselten Jonah Fabisch. Der wartet an der 16er Kante, verzieht dann aber beim Abschluss. Kurz vor dem Ende nochmal eine Freistoßmöglichkeit für Norderstedt. Aber auch bei Hamayak Boyadgian fehlt es noch an der letzten Präzision. Wir gehen in die 88. Minute. Die Eintracht will es flach hinten rausspielen. Dann aber dieses Missverständnis und auf einmal liegt der HSV wieder vorne. Etienne Sohn ist der Nutznießer dieses Aussetzers. Ähnlich wie auf der Gegenseite legt sich auch Norderstedt die Kugel fast selbst ins Tor. Noch bitterer für die Eintracht, es war die letzte Szene in diesem Spiel. Damit gewinnt der HSV-Nachwuchs mit 2:1 und fährt dadurch den ersten Testspielsieg dieser Sommervorbereitung ein.
Für Norderstedt geht es bereits am Samstag weiter im Test gegen den Nachwuchs von Hansa Rostock.